willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Channel hier von 55 Parts. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Trackday von TC Motorsport am Bilsterberg und möchten heute mal die Gelegenheit nutzen, euch auch mal unseren Trackday am 27. August vorzustellen und euch einfach mal zu erzählen und zu zeigen, wie es bei so einem Trackday abläuft, was ihr beachten müsst, worauf ihr euch ganz besonders an unserem Trackday freuen könnt. Und ja, so wie ihr sehen könnt, wir sind heute mit unserem M2 Competition unterwegs. Vielleicht haben wir nachher auch noch mal die Gelegenheit, euch auch mal auf eine Runde auf der Strecke mitzunehmen, dass ihr da auch schon mal seht, wie der Streckenverlauf ist, worauf ihr achten solltet, gerade wenn ihr das erste Mal bei so einem Trackday seid. Heute ist ein Afterwork-Fahren, also wir können jetzt 3 Stunden Open Pit Lane fahren, so heißt das, was wir heute machen können. Das heißt, wir können frei auf die Strecke und von der Strecke runterfahren. Es gibt bei Trackdays aber noch andere Formate, sage ich mal. Also es gibt auch oft das System, dass ihr euch in einzelne Stints einbuchen könnt. Das ist bei unserem Trackday auch so am 27. August. Nur, dass wir halt den kleinen, also wir haben uns Gedanken gemacht darüber, wie können wir das alles noch ein bisschen besser machen. Und wir haben halt quasi uns jetzt dazu entschieden, so ein kleines Mittelding quasi zu machen zwischen Open Pit Lane und Stints, weil die meisten Anbieter wählen immer diese 20, 25 Minuten Stints auf dem Bilsterberg. Ist für unsere Meinung immer ein bisschen kurz, weil man halt drauf fährt, dann fährt man 2, 3 Runden, dann muss man wieder Reifendruck ablassen und dann sind die 20 Minuten schon fast wieder rum, weil man halt ständig drauf und wieder runterfahren muss. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir die Stints ein bisschen länger machen, die ihr buchen könnt, also 55 Minuten. Und in der Zeit könnt ihr halt auch frei runter und drauf fahren und habt einfach nicht so den Zeitdruck, gerade wenn ihr jetzt Anfänger seid und noch gar nicht so, also das erste Mal auf der Rennstrecke seid und noch gar nicht wisst, wie der ganze Ablauf so ist. Also bei uns ist der Tag aufgeteilt in 2 Gruppen. Wir haben Anfänger und fortgeschrittene Gruppen, die jeweils, wie ich eben schon gesagt habe, 55 Minuten lang sind. Und in dieser Zeit könnt ihr halt euch frei auf der Strecke bewegen. Wir haben außerdem den Vorteil, dass wir nicht wie die meisten anderen Anbieter 30 Autos gleichzeitig auf die Strecke lassen, sondern nur 55. 25. 25 wäre ein bisschen viel. Und was auch richtig cool ist, ist, dass wir 2 Instruktoren vor Ort haben, die ihr nicht im Vorhinein irgendwie buchen müsst, sondern die ganze Zeit für euch den Tag über zur Verfügung stehen. Also ihr könnt ihr einfach ansprechen, ob die mal eine Runde bei euch mitfahren, ob die euch Tipps geben können. Was auch noch richtig cool ist, ihr könnt Taxifahrten bei uns gewinnen. Also wenn ihr euch für den Trackday bei uns anmeldet, seid ihr automatisch im Lostopf und wir losen dann, wann genau die Verlosung stattfinden wird, das blenden wir hier, hier oder da nochmal ein. Und ihr könnt 5 Taxifahrten bei Norman in dem umgebauten M4 gewinnen. Ja, also nochmal zusammengefasst, wir haben längere Stints, wir haben Instruktoren vor Ort und außerdem könnt ihr Taxifahrten gewinnen. Und das ist alles quasi im Preis inklusive. Also ihr müsst nicht nochmal extra für einen zweiten Fahrer oder für einen Beifahrer Geld bezahlen. Also ihr zahlt einen Preis, der ist 199 Euro für einmal diese 55 Minuten. Könnt dann halt auch selber entscheiden, wie viele Stints ihr buchen möchtet, ob ihr nur vormittags fahren möchtet, nur nachmittags, ob ihr den ganzen Tag fahren möchtet. Und diese ganzen Sachen, die ich euch eben erklärt habe, die sind alle dabei. Also Instruktoren, 55 Minuten Stints, zweiter Fahrer, Beifahrer und ihr habt noch die Chance, was richtig Cooles zu gewinnen. So, jetzt sind wir auch schon angekommen hier am Bilsterberg. Gerade dann, wenn es regnet. Genau, es hat natürlich gerade pünktlich angefangen zu regnen. Das haben wir übrigens auch mitgebucht, dass es bei uns nicht regnet. Genau, wir haben auch gut Wettergarantie. Anfängt mit zu filmen über die Kamera.
mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, wie ich fahre, was so die Gefahrenstellen der Strecke sind, ja, und so weiter. Also schauen wir uns das gleich mal an. Gibt halt so ein, zwei Stellen. Also grundsätzlich ist die Strecke extrem anspruchsvoll. Ich würde fast behaupten, oder von der Topografie ist sie auf jeden Fall eine der anspruchsvollsten Strecken überhaupt. Hier liegt auf jeden Fall ein bisschen Kies. Hier hat einer scheinbar nicht ganz die Linie getroffen. Hier auch wieder. Was? Ja, genau, durch. Also wir haben halt, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter wir hoch und runter fahren. Können wir euch ja auch mal einblenden, findet ihr sonst auch in der Beschreibung von den Stints. Aber es ist halt extrem krass, wie viel wir rauf und wieder runter fahren. Und das macht halt auch den Reiz der Strecke an sich aus. So, also wir kommen auf die erste Kurve. Hier die Kurve streiten sich die Geister, ob man sie von außen anfährt. Ich fahre sie etwas innen an. Hier halte ich mich links. Im Regelfall brauche ich hier nur vom Gas gehen. Jetzt fahre ich natürlich sowieso langsam. Kann dann hier die Geschwindigkeit sehr gut mitnehmen, um hier so gut wie möglich rauszukommen. Also um schnell zu sein, ist hier quasi die Schlüsselstelle, um rauszukommen. Hier dann quasi voll durch, sehr hart bremsen. Auch das ist eine Kurve hier, die viele Leute verschieden fahren. Ich bin der Ansicht, dass auch hier das Wichtigste ist, dass man quasi aus der Schikane gut rauskommt. Das heißt, das Auto so früh wie möglich so positioniert, wie man quasi rausfahren will. Jetzt lassen wir hier gerade mal ein paar Leute vorbei. Genau, jetzt kommt hier eine Ecke, das ist eine der gefährlichsten. Hier müsst ihr sehr langsam sein. Wenn ihr hier zu schnell reinfahrt, dann schlagt ihr definitiv ein. Ich bleibe immer so mittig. Man kann dann ab Mitte quasi der Kuppe relativ gut wieder aufs Gas. Hier dann links halten. Dann kommt eine blinde Kurve hier eigentlich über den Körb so nah wie möglich ans Hütchen und ganz nach außen treiben lassen, damit ihr schön mit viel Last aus der Kurve rauskommen könnt. Hier fahren wieder Leute verschieden. Wichtig ist hier, dass ihr diese Kurve sehr gut kriegt, das heißt relativ spät einlenkt, um das Auto so gut wie möglich in der Schikane gerade zu positionieren. Ja, hier dann einfach voll durch, am besten möglichst rechts bleiben, das ist zumindest die Linie. Hier meistens bremsen, quasi auf Höhe der Grasinsel, von außen anfahren, ungefähr auf Hütchen ist der Scheitelpunkt und dann nach außen treiben lassen, Lenkung aufmachen, früher aufs Gas, damit ihr hier so gut wie möglich wieder rauskommt. Hier im Regelfall einen Bremspunkt vor der Schikane, einmal in der Schikane, danach rollen lassen oder sogar wieder ans Gas. Hier sehr, sehr spät einlenken, auch da, damit ihr so gut wie möglich wieder rauskommt. Das zum Beispiel war jetzt ganz gut. Ihr könnt hier auch ein bisschen auf den Körb rauffahren, um die Strecke bestmöglich auszunutzen. So, also auch hier nochmal. Normalerweise reicht hier bremsen. Ich fahre mittig an, nehme jetzt hier bei meinem Auto den dritten Gang. Versuche hier innen und dann hier so gut wie möglich rauszukommen. So, dann hier, jetzt bremse ich ein bisschen, weil nass. Normalerweise geht ohne Bremsen, aber tastet euch ran. Auch hier wieder sehr weit innen versuchen, möglichst kleine Radien, um dann hier so gut wie möglich rauszukommen. Auch hier wieder hartes Bremsen. Die Kurve hier geht meistens wesentlich langsamer, nur als man denkt. Hier ist relativ wenig Grip und man überfährt das Auto tendenziell relativ stark. So, wieder der GT3. Naja, kommentierte Runden mit Semi-Slicks bei Nässe. Da können wir dann nicht ganz mithalten, aber wenn es trocken ist, dann holen wir uns den noch. Genau, also grundsätzlich für die Anfänger ist es so, man versucht beim Rennstreckenfahren eben immer das Auto möglichst schnell so zu positionieren, wie man quasi aus der Kurve rausfahren will. Das kommt natürlich auch so ein bisschen aufs Auto an. Also jetzt hier beim BMW haben wir halt eher ein hecklastiges Fahrverhalten. Das heißt, wir wollen
eben keinen Gripverlust an der Hinterachse haben und damit, wenn das Auto eben so früh wie möglich gerade ist, vor einer langen Passage zum Beschleunigen, dann kriegen wir eben keinen Gripverlust und kein Übersteuern. Genau, hier kann man die Curbs mitnehmen. Nochmal ein wichtiger Hinweis. Muss man halt gucken, wenn es nass ist, bitte gar keine Curbs nehmen, weil die werden sau rutschig. Wenn es trocken ist, könnt ihr die aber nehmen. Nur nicht die dicken Curbs, die nennen sich Sausage Curb, die bitte nicht. Ja, langsam wird es ein bisschen trocken. Wie gesagt, hier ungefähr Scheitelpunkt am Hütchen, dann langsam Lenkung aufmachen und so früh wie möglich Auto gerade und damit ihr Gas geben könnt. Hier einmal bremsen, hier in der Schikane bremsen. Und hier später Einlenkpunkt, Lenkung aufmachen. Hier kann man im Regelfall nochmal Gas geben. Schön an den Curb dran und raus beschleunigen. Ich bremse jetzt hier schon ein bisschen vorher. Wie gesagt, kann man machen, je nachdem, wie man sich sicher fühlt. Normalerweise reicht es, hier hinten zu bremsen. Auch hier, wie gesagt, hartes Bremsen. Generell immer hart bremsen und so kurz wie möglich. Ruhig auch ins ABS. Die ABS-Systeme sind dafür ausgelegt. Ihr habt da im Regelfall keine Probleme mit. Und das Auto hat einen kürzeren Weg zum Stoppen, wenn ihr ins ABS reinbremst. Natürlich nicht bei jeder Kurve, aber gerade bei harten Anbremszonen. Hier könnt ihr den Curb mitnehmen, so ungefähr. Dann hier bremsen auf den Hügel zu, dann drückt sich das Auto richtig schön mit dem Bremsdruck quasi gegen den Hügel und ihr habt dadurch eine bessere Verzögerung. So, wie gesagt, hier ungefähr ab Mitte kann man wieder aufs Gas, je nach Auto. Auch hier wieder von außen nach innen, Lenkung auf und wenn es jetzt nicht nass wäre, könnten wir hier fast voll aufs Gas. Auch hier wieder relativ hart anbremsen. Hier fahre ich nicht ganz innen an den Curb, lasse zum Curb Platz. Hole relativ weit aus, um hier das Auto gerade durch die Schikane zu positionieren. Ja, ist leider immer noch ein bisschen nass, es ist relativ blöd. Hier könnt ihr auch schon runterschalten vorher jetzt, damit ihr hier gleich den richtigen Gang schon habt. So, wie gesagt, hier mittig anfahren. Ich nehme hier den dritten Gang, relativ spät einlenken. Scheitelpunkt und Lenkung auf und so früh wie möglich ans Gas. Da lobt mich sogar das Garmin. Hier geht normalerweise Schwung mitnehmen. Relativ eng. Normalerweise hier außen bleiben. Hier ist aber eine Ölspur, deswegen fahre ich da jetzt nicht so gerne durch. Hier wieder, wie gesagt, harte Bremsen. Tendenziell eher langsamer in die Kurve rein, weil hier wenig Grip ist. Leider, wie gesagt, sehr gefährlich. Ich persönlich, und das würde ich euch auch empfehlen, lasst lieber langsamer angehen bei solchen Bedingungen. Ihr habt dann doch immer noch vereinzelt irgendwo Wasser oder Nässe. Gerade mit so einem Reifen, wie hier drauf ist, ist das nicht geil. Wie gesagt, hier Bremszone zwischen den Inseln, harte Bremszone, vierte Gang,
Geschwindigkeit nenne ich jetzt mal nicht, weil wie gesagt gerade nass und auch von Auto zu Auto unterschiedlich. Und wichtig ist immer schön nach dem Scheitelpunkt Lenkung öffnen und langsam aufs Gas. Und sobald ihr merkt, keinen Druck mehr auf der Hinterachse, könnt ihr quasi voll in die Eisen oder voll beschleunigen. So, Track Day ist um, ging schneller vorbei als gedacht. Wir hatten ja, wie Anne erzählt hat, Open Pit Lane, wie lange jetzt? Zweieinhalb Stunden. Bis jetzt 7:45, zum Glück noch trocken geworden. War auf jeden Fall ein cooles Event. Wie gesagt, TC Motorsport ist ein Partner von uns, könnt ihr euch auch mal anschauen. Die machen halt viel mehr Track Days. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass ihr euch bei unserem Track Day anmeldet. Anne hat ja schon viel erzählt, was ich nochmal sagen wollte. Ihr müsst halt, wenn ihr Preise vergleicht, weil es gab relativ viele Kommentare, es wäre viel zu teuer, müsst ihr halt irgendwie das Gesamtpaket vergleichen. Und ich behaupte, wir haben uns halt schon viel ausgedacht. Es gibt auch noch ein, zwei Sachen, die noch nicht bekannt sind, wo ihr euch überraschen lassen könnt. Und ich denke, wir haben uns viel ausgedacht, um halt irgendwie einen coolen Tag miteinander zu verbringen. Würde mich freuen, wenn sich von euch noch ein paar anmelden. Was mir noch wichtig ist, was ich nochmal sagen wollte, vor allem auch selbst, wenn du noch nie auf einer Rennstrecke warst, aber überlegst, das vielleicht mal zu machen, einfach mal so ein bisschen dein Auto besser kennenlernen, dann melde dich an, komm hierher, fahr eine Stunde Stint. Das reicht im Regelfall, vielleicht zwei Stunden, mehr würde ich gar nicht buchen als Anfänger. Und ich bin mir sicher, du wirst ziemlich viel Spaß haben. Und ja, wie gesagt, man braucht auch kein krass umgebautes Auto. Ja. Man hat immer wieder auf den Track Days Beispiele, wo Autos serienmäßig gefahren werden. Dann merkt man auch mal so ein bisschen, warum man das Tuning eigentlich macht. Also man merkt, wenn die Bremse versagt, das ist dann vielleicht nicht ganz so gut. Aber wenn sie so ein bisschen weich wird. Und wie gesagt, wir können euch auch technischen Support geben. Ja, ich denke, wir können ein ganz cooles Paket anbieten. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Außer natürlich danke fürs Zuschauen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle euch euren Platz sichert und wir uns dann am 27. August hier am Bilzerberg sehen können. Genau. Vielen Dank. Lasst ein Abo da und hoffentlich bis zum 27. Ciao. Ciao.